Hi, also das sind die LED-Buttonboards, die leider im Matomat verschwinden werden, also dem Getränkeautomat vom Shackspace, dem Hackerspace in Stuttgart. Das sind eigentlich nur Druckknöpfe mit zwei LEDs drin. Ich habe grüne und gelbe eingebaut und ich habe herausgefunden, dass man da ein paar Kameraspielereien machen kann, wenn die so angeordnet sind, und habe deswegen ein Programm geschrieben, mit dem ich die Frequenz ändern kann, mit der die Schieberegister über die Und wenn ich es dann schnell genug stelle, sind es nur noch kleine Punkte. Und irgendwann sieht es dann aus, als wären sie dauerhaft an. Dankeschön.